So, hier sind wir wieder. Ich habe, wie gesagt, eben noch kurz trainiert, bis der nächste Tag angefangen hat. Und wir gehen da jetzt in den Tunnel rein. Und darum haben wir jetzt auch gut gegessen. Also sind wir gewappnet. Ja, warte, ist laut. Ja, unser Darum freut sich hier zu sein. Dafür sind wir diese drei Geborenen. Die kämpfen jetzt aber nicht, weil er braucht seine Stärke. So sehen wir da ein Drehbogen, was sich quälend hin und her wälzt. Fragen wir mal, was das hat. Oh, es ist eben sehr heiß. Deswegen quält es sich so. Es ist heiß. Und weil es ihm so warm ist, greift es jetzt an und durchbohrt uns mit seinem Bohrer. Also man merkt, dass es ein Bosskampf wird, es ist schon eine andere Musik da. Ah, fuck. Nach der Attacke. Magma-Bomb ist, sie braucht kurz. Er muss jetzt halt abfeuern. Okay, er macht schon mal nicht so viel Schaden. Okay, jetzt macht er viel Schaden. Und was macht das? Ja, das ist gut. Ich glaube, das können wir gewinnen. Komm, einmal noch. Jetzt mach. Und, jetzt hältst du noch aus, das doofe Vieh. Das Moderate ist, dass es erstmal von dem Gegner wegläuft und sich in Position bringt. Von der Ferne aus anzugreifen. Ja, man sieht, es hat voll die Orientierung. Hat lieber die kleinen Angriffe, das macht nicht so viel MP weg. Und die geht etwas schneller. Ich häng beide ziemlich voll in dem Tisch da fest. Ja, und wir haben es geschafft. Und Remogumon ist besiegt. Was, wir kriegen nur 100 Bits. Ihr Schweine. Ja, wäre sehr komisch. Be cool, man. In einem Vulkan, das ist da kein Wunder, dass es warm wird. Oh ja, was meint er wohl damit? Ja, Graf weiter, sonst wirst du ewig deine Hölle schmoren. Ja, wir sind nett. Immer gerne. Komm her. So, es müsste echt jetzt nicht in die Arbeit gehen. Man sieht, es ist hier sozusagen ihr Lager. Da schlafen sie und da essen sie. Jo. So, jetzt kommt eine meiner Lieblingsaufgaben. Wie die, wie ich finde, Zentauren. Wie ich schaffe es. Wir gehen jetzt hier rechts lang. Kommen zum Untergrundpfad. Ne, Untergrundsee ist das ja. Weil hier ist ja ein See. So, und wir gehen jetzt zu diesem Trimogon hier. Fragen uns jetzt, wann der Tunnel fertig sein wird. Er sagt, er weiß es nicht. Es wird eine Weile dauern. Und wir wollen gerne helfen. Ja, den mit Drehmogumon macht es Spaß zu graben. Aber wir sollen den eben den Dreck auf den da wegmachen. Ja, wir können dabei Geld verdienen und wir trainieren auch dabei. Also das ist wirklich super. Warte mal. Und jetzt hat man sieht deswegen Zentaurum, man muss dieses Ding tragen. Deswegen finde ich, ist Zentaurum dafür einfach perfekt geeignet, als er ein Zentaur ist. Halb Mensch, halb Pferd. Und Pferde ziehen ja normalerweise sowas. Und wir müssen das jetzt zum Tunnelausgang bringen. Das müssen wir ziemlich oft machen. Weil das eine Menge ist. Das kann jetzt, glaube ich, einen Tag dauern. Ja, das kann man auch alles jetzt nicht überspringen.
bla bla bla. Ich bin hier zu fies und quäle euch damit, indem ich euch das Ganze zeige. Ihr könnt auch direkt erst in Goburim vorbeigeht, sie greifen euch nicht an, weil ihr eben das Ding da auf dem Rücken tragt. Beziehungsweise euer Digimon. Wir sind fertig. Wir haben 500 Bits erhalten. Unser HP geht hoch, Verteidigung, Angriff geht hoch. Das ist richtig gutes Training. Ich will euch doch nicht mal quälen. Ich mache auf Pause und wenn ich das hier fertig bin, komme ich nochmal, mache ich wieder weiter. Also, bis gleich. So, ihr seht, ich habe schon wieder ein bisschen Dreck abgetragen. Dremorum hat weitergebohrt. Er sagt, er will Dreck, soll mir Dreck tragen, aber er sagt, dass mein Ding immer müde aussieht. Deswegen sollen wir erstmal ausruhen. Deswegen gehen wir erst einmal komplett aus dem Bohrtunnel raus und dann gleich wieder rein. Was ich noch anmerken möchte, wenn ihr da den Dreck hin und her tragt, denn euer Digimon muss auf die Toilette, wie jetzt gerade, dann solltet ihr das, müsst ihr den Dreck erst, beziehungsweise die Karre erst wieder bei Dremorum abgeben. Wenn ihr den nämlich noch aufhabt, könnt ihr nicht raus. Oh, ich habe jetzt gut und gerne für das Hin- und Her-Transportieren 10 Minuten gebraucht. Oh, ist das eine Ruhe hier draußen. Oh. Gegensatz zu da drin ist das extrem laut. Wir können noch mal ganz kurz gucken. Das hat unserem Digimon sehr gut getan. Das ganze Training. Ja, wir gehen jetzt schon aufs Klo. Zum Glück gibt es ja hier gleich eine öffentliche Toilette. Ja. Und ich habe mir gerade mal Lust, hier einen kleinen Kampf zu machen. Ah, da sehen wir es schon. Das Modoki Betamon will nicht gegen uns kämpfen. Es hat eine blaue Blase. Das liegt wahrscheinlich daran, weil wir schon recht stark sind. Hätten wir das Modoki Bitamon jetzt einzeln angesprochen, hätte es gegen uns gekämpft. Aber weil es eben noch mit dabei war, wollte es halt nicht mehr. Das war ein One-Hit. Droppt es vielleicht was? Nö. Ach, keiner droppt was. Alle so geizig. Ja, jetzt sehen wir es. Unser Digimon ist erschöpft in der Schweißblase. Da sollte man ausruhen gehen. Sagt, je länger es nicht erschöpft ist, desto weniger mag es euch. Und wie gesagt, Krankheitsrisiko steigert. Dann sollte man schnellstmöglich nach Zentarumon gehen. Ins Krankenhaus. Es passiert eigentlich so gut wie immer, wenn man diese Schubkarren hin durchzieht, dass das Digimon danach müde ist. Okay, jetzt kam jetzt noch der Kampf hinzu, aber trotzdem. So. Was sagt ein Onkel Dr. Zentarumon? Very high. Yep. Es muss jetzt schlafen. Es hat sehr hohe Müdigkeit. Jetzt willst du richtig schlafen schon? Ist doch noch ein bisschen früh, oder? Ja, jetzt ist es wirklich komplett müde. Okay, dann. Ach, zum Schlafen gehe ich mir nur so gern hier an die Seite. Bin ein bisschen pingelig. Schlaf gut. Gehen wir zurück zum Bohrtunnel. Nach dem Mal probieren wir vielleicht noch rausgehen, dann wieder rein. Ach, wir sind gerade einfach noch mal so ein bisschen rumgelaufen. Ach ja, fällt nicht so viel ein zu sagen. Jetzt beim Spiel läuft man wirklich viel rum. Oh, jetzt wieder das ganze Bohrtunnelgeräusch. Oh.
Jedenfalls freut sich der Zentaroman hier zu sein. Mindestens einer. Hast du jetzt kein Geburim oder bestimmt gerade keine Lust zu kämpfen? Renne. Noch nicht fertig? Oh, dann waren wir doch noch nicht ganz fertig. Okay, dann mache ich eben noch schnell weiter. Bis gleich. So, jetzt ist der Haufen weg. Ich musste noch dreimal gehen. Wie gesagt, nichts mehr da. Was sagt Trimogoman dazu? Ja. So, Entschuldigung mal für die falsche Aussage vorhin, aber ich habe es wirklich lange nicht mehr gespielt. Ich war mir jetzt selber nicht mehr so sicher. Okay. Wir gehen. Sollen wir jetzt komplett rausgehen? Gehen wir einfach nochmal rein. Ich hoffe mal, sonst müssten wir gleich nochmal komplett rausgehen. Nein! Es ist durch. Der Durchgang ist da. Drilltunnels, zweiter Flur. Und hier ist ein riesiger Felsen. Leute, übrigens, hier kann man nicht runterfallen. Tja, ein riesiger Felsen. Was sagt der Mogoman? Ja, sie haben einen großen Stein getroffen und sie können nicht durchbohren. Oh no, sie können es nicht. Ja, wir müssen das bewegen. Jetzt muss unser Zentarumon das natürlich bewegen. Das Lustige ist, es würde sogar funktionieren, wenn es ein kleines Baby-Digimon ist. Rein theoretisch. Und wusch, weg ist der Felsen. We did it. Ja, danach ist alles leer. Ja. Da ist jetzt ein Lavafluss drinne. Und da an der Seite führt ein Pfad entlang. Oh, man hört es schon brodeln. Ja, das ist äußerst gefährlich, aber sonst da oben gefällt. Da können wir nicht runter. Wir können hier hoch. Was es da oben gibt, werdet ihr im nächsten Part erfahren. Bis denn dann.